Hallo und herzlich willkommen hier zu One Piece Odyssey, meine Freunde. Ich bin Vito und ja, wir haben gesehen, wie Sir Crocodile Vivi vom Palast geworfen hat. Wir konnten sie gerade noch so auffangen und da schließen wir jetzt mit der Story direkt an. Ja, das war knapp, Vivi. Mach dir keine Sorgen, Vivi. Wir sind da. Ich hoffe, wir können jetzt der Crocodile richtig schön in den Arsch treten. Oh, wir sind wieder beigetreten. Das hat jetzt so richtig viel Sinn gemacht, dass die einmal ausgetreten sind, vor ein paar Sekunden so gesehen. Geh zum Uhrenturm. Jetzt natürlich nur die Sache, ne? Aber das Ding ist, hier ist ja nicht alles so, wie es zu sein scheint. Also wie die eigentlichen Erinnerungen sind. Na guck mal, das haben wir fast vergessen. Jupp. War da gar nichts drin. Barocke. Oh, Mr. Tu. Er ist die hübscheste Frau, ne? Ban Kure. So, jetzt geht's hier richtig los hier. Jetzt kriegt Bon Curry übelst auf die Fresse. Diese wunderschöne Frau. Ja, damals hat er noch nicht gesehen gehabt. Wiedersehen macht Freude. Okay. Wir machen. Das ist auf jeden Fall beides sehr schwach, das ist sehr gut. Eins nach dem Ballern. Ich hoffe, er ist ohnmächtig. Top. Das ist taktisch natürlich ein Traum. Was haben wir denn hier vor uns? Das sind Tempo. Das heißt, wir bräuchten Sanji. Mal gucken, ob wir ihn besiegen. Oh, easy kill. Und ja, hiermit kämpfen wir schon mal gegen Bon Curry. Auf entspannt. Gut. Chopper. Ich hoffe mal, er besiegt die jetzt auch mit einem Schlag. Na, schade, Schokolade. Aber ohnmächtig. Das ist sehr gut. Ja, Ruffy hält das aus. Verfehlt, nice. Crit. Blutung. Perfekt. So wollen wir das haben. Ja, okay. So schmeckt das. Gut. Den versuchen wir jetzt auch ohnmächtig zu schlagen. Ein Traum. So, haben wir den einen erstmal weg. Okay.
Gut, Ruffy hält das noch gut aus. Ja, ich würde sagen, trotzdem heilen wir uns mal hoch. Gut, dann wird der jetzt auch weggehauen. Oder auch nicht. Ruffy muss jetzt hier erstmal nur tanken. Warum kann er so oft den anderen angreifen? Warum? Was verschafft ihm die Ehre? Gut, Sanji ist frei. Wie viel Schaden machen wir ihn? Ach, guck mal, das reicht doch auch schon. Können wir SP gewinnen? Ein bisschen SP gewinnen? Sollen wir mal gucken? Na gut. Ich dachte, das zieht vielleicht mehr ab. Ach, Lähmung und Lysop ist ja immer so schnell gelähmt. Super. Oh, langsam müssen wir ihn wieder hochheilen. Okay, den kann. Ruhig Chopper selber machen. Helfen wir kurz Lysop. Oder auch nicht. So, die sind auch beide wieder bei Bewusstsein. Jetzt kann Chopper einfach nur als Arzt fungieren und aus der Entfernung heilen. Sollen wir es riskieren? Ja komm, wir riskieren es. Wir heilen ihn jetzt nicht hoch. Ich kann gleich Chopper erledigen. So, dann wählen wir jetzt mal Chopper aus. Heilen. Geil. So, Lysop. Easy. Wie schnell die auch alle immer am Bluten sind, aber die Feinde überhaupt nicht. Die Gegner haben gar keinen Bock zu bluten. Shit.
So, erstmal kommt wieder Chopper. So, er haut ihn jetzt um. Vielleicht können wir alle Ruffy unterstützen. Das ist sehr gut. Aha, er blutet schon mal nicht mehr. Und schon wieder Blutung. Bei uns dauert das 1000 Jahre. Aber hier. Easy. Vielleicht schaffen wir es, die Leute zum Brennen zu bringen. Natürlich nicht. Warum auch? Warum heile ich die Blutung überhaupt? Die ist ja instant wieder da. Und bei denen dauert das 100 Jahre, bis die mal irgendwie einen negativen Status, so einen Statusleiter bekommen. Ah, langsam müssen wir aber Ruffy hier ein bisschen unterstützen hier wieder. Gut. Ach, das können wir schon gar nicht mehr. Rauchstern könnten wir noch. Ich glaube, wir machen dann erstmal normale Angriffe. Weil die sind ja auch auf Entfernung. Geil. Einer nur noch. Von Curry himself. Zwei. Okay. Gut, das bringt natürlich alles richtig viel. Wäre jetzt natürlich richtig Arsch, wenn er neue Schergen, sag ich mal, beirufen kann. Ist halt auch so strong, ne? Er hat so viel Defense. Ja, geh hin, hilf Ruffy.
Ja. Lysa macht noch ein bisschen auf Entfernung. Ja, das Ding ist, der Chopper kann halt auch nicht mehr. Er hat seine SP verbraucht. Wow. So, jetzt wird erstmal hier Sanji ein bisschen mal sortiert. Gucken, ob wir im Nahkampf mehr machen. Auch nicht wirklich. Vielleicht ein Rauchstern? Nee, keine Illusion. Schade. Ich finde das schon mal gut, dass die sich den Schaden einfach teilen. Jetzt. Also Sanji und Ruffy meine ich. Ein Crit? Noch nicht schlecht. Das Ding ist, jetzt müssen wir beide mal normale Angriffe machen. Aber die ziehen auch gar nicht mal so wenig ab. Einfach um SP zu generieren. Sanji. Ich weiß gar nicht, ob wir mehr mit den Fähigkeiten abziehen oder mehr mit den normalen Angriffen. Es klingt traurig, ist aber so. Mit Sanji besiegen. Okay, machen wir. Ja, das Ding ist, wir müssen jetzt mit Chopper halt auch in den Nahkampf gehen, weil er halt auch keine SP mehr hat. Erhöhter Schaden, nice. Jetzt geht natürlich alles auf Sanji. Chopper. Heil nochmal Sanji hoch. Aber es sieht gut aus. Werden wir bestimmt hinkriegen. Ein. Ey, vergreif dich nicht an Chopper. So, bup, bup. Ja, jeder macht jetzt noch die normalen Angriffe. Das bringt irgendwie am meisten. Ah, dann haben wir hier gleich auch volle SP wieder. Das heißt, Sanji kriegt ja jetzt einen kleinen Boost gleich. Bup, bup. So, jetzt greifen wir mit allen einmal an, mit Ruffy zuerst. Und dann hoffen wir, dass Sanji den Rest machen kann. Das
So, einmal Chopper. Boah, ich glaube, wir müssen jetzt direkt mit Sanji angreifen. Jetzt ist halt die Frage, ne? Womit greifen wir an? Ich hoffe, das bringt was. Ja, nice. Das sieht gut aus. Aha, geschafft. それより、この大砲が問題だぞ。こいつは爆弾を広場まで飛ばす程度の威力しかねえからな。爆弾を安全な高さまで、とても上げられない。事件式のカウントダウンが始まっちまってる。おい、もう時間がねえぞ。なんだよ、お前ら何すんだ。こっちだ、ソップ。俺たちがなんとかする。そうか。失敗したら終わりだ。うまくやってくれよ。おへよ。 Ja, Gott sei Dank musste sich Peru nicht mehr dafür opfern. Oder wie der nochmal hieß, der Falke. Nee, hat sie gar nicht. Okay, das haben die ja gar nicht mitgekriegt, dass der da war. Krokodil, wo bist du? Geh zum Grabmal der Könige. Bibi-chan, so. Okyu no Nishi. So, isogimasho. Yoshi, kochi da na. Ikuzo. Gut, beeilen wir uns. Nochmal schnell heilen. Ah, lasst uns in Ruhe. Das ist Technik. Bisschen SP generieren. Ach komm schon. Wieso versuchst du hier nur eine Frau zu betäuben? So, jetzt versuchen wir hier alle mal ein bisschen die SP auf Max zu bringen, weil wir haben jetzt gleich dann wahrscheinlich den Kampf gegen Sir Crocodile vor uns. Da. Helfen wir mal ein bisschen Nami. So, der ist Kraft. Dann holen wir uns doch mal gleich hier Zorro zur Hilfe. Easy. まとめて
So, alle kriegen jetzt hier Max SP. Nein, Chopper blutet. Ding ist halt, solange wir die SP auf Full kriegen, ist das mit den Leben sowas von egal. Kugelzwiebel. Ein weiter, ne? Kaufen. Kriegen wir nur sowas. Ja, gut. Bup und bup. So, was haben wir hier noch? Da vorne haben wir noch eine Bar. Gehen wir mal schnell zur Bar. Okay, es sind immer auch nur noch die beiden. Aber ich schätze mal, wir müssen da echt Backtracking machen. Okay, können wir hier was... Schmeiß eine Party. Herstellen, Kleidung wechseln, speichern. Herstellen. Essen. So, machen wir hier zweimal das. Stellen einmal das komplette Essen her. Alles was geht. Easy. So, das haben wir alles gemacht. Trickbällchen herstellen. Haben wir auch einmal alles, was wir machen können. Dann werden wir eine Party schmeißen. Damit wir beim Endfight gegen Sir Crocodile die meisten ÖP kriegen, die es irgendwie geht. Achso, das zählt schon als Party. Gut, und dann würde ich hier noch speichern. Bevor die Folge zu lang wird, würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Würde mich freuen. Kommentiert fleißig. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann endlich, hoffentlich, gegen Sir Crocodile kämpfen können. Haut rein!